Morgen. Setzt euch. So. Heute bekommt ihr endlich euren Klassenaufsatz zurück. Mein schönstes Erlebnis. Ein interessantes Thema, nicht wahr? Auch für mich. Ich muss sagen, einige von euch kenne ich jetzt besser als vorher. Viel besser. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Resultat nicht unzufrieden. Das Thema hat manchem die Zunge gelöst und damit auch den Stil gelockert. Bei einigen allerdings zu sehr. Ich rufe auf. Ahrens Emmy, Demol Gudrun, Eilig Maria, Kwabowitsch Helene, Kirsten Helga, Lindinger Sabine, ach, Sabine, bleib doch gleich mal hier vorn. Hier aufs Katheder. Bevor wir weitermachen, lies uns doch mal deinen Aufsatz vor. Hat er Ihnen gefallen? Lies vor. Mein schönstes Erlebnis. Bitte, Frau Billerbeck, ich möchte lieber nicht vorlesen. Warum denn nicht, Sabine? Es ist mir peinlich. Wenn es dir nicht peinlich war, es aufzuschreiben, dann brauchst du dich auch nicht zu genieren, es vorzulesen. Also los. Mein schönstes Erlebnis. Mein schönstes Erlebnis war mein erster Kuss. Ruhe! Es ist gar kein Grund zur Ekstase. Fahr fort, Sabine. Auf dem Heimweg von der Schule muss ich immer durch den Park. Es war ein schöner Frühlingstag. Oben sangen die Vöglein und unten sprosten die Krokusse. Kusse, nicht Küsse. Kusse. Ich dachte an nichts Böses, im Gegenteil. Darum setzte ich mich auf eine Bank und genas eines Brötchens. Es muss natürlich heißen, ich genoss ein Brötchen. Auf einmal setzte sich ein Herr neben mich. Er war schon ziemlich alt, etwa 30. Aber sonst sah er so aus, dass ich Herzklopfen bekam. Ich wickelte mein Brötchen wieder ein und stand auf. Da fasste er mich bei der Hand und sagte zu mir, schönes Frühlingsmädchen, bleiben Sie doch noch ein bisschen. Weiter, weiter. Ich antwortete ihm darauf, Sie haben wohl einen Knall. Aber ich setzte mich wieder hin, denn er sagte, irre ich mich oder sind Sie Brigitte Bardot? Man hat mich nämlich schon öfters mit Brigitte Bardot verglichen. Aha. Also sagte ich, ja, Sie haben es erraten, aber ich bin inkognito hier. Inkognito schreibt man in einem Wort und mit C. Fortfahren. Das treffe sich gut, sagte er. Er wäre nämlich auch beim Film. Schauspieler, fragte ich. Nein, antwortete er, Aufnahmeleiter. Ihr müsst wissen, Aufnahmeleiter sind die Leute, welche die Schauspieler zu engagieren haben. Na, aber nur die Kleinen. Die Großen sucht sich der Produzent selber aus. Ja. Es freut mich, dass ihr doch alle über den Film so gut Bescheid wisst. Fortfahren. Da erschrak ich und sagte, da haben Sie sicher gleich gemerkt, dass ich geschwindelt habe. Ich bin gar nicht die Brigitte Bardot. Macht nichts, Kindchen, sagte der Herr. Was nicht ist, kann noch werden. Und fragte mich, ob ich denn zum Film wolle. Ja, sagte ich begeistert. Er müsste aber erst wissen, ob ich Talent hätte. Und da gerade niemand im Park war, wir könnten ja mal eine Liebesszene probieren. Da legte er seinen Arm um mich und redete dummes Zeug. Er legte seine Wange an meine Wange. Es fühlte sich an wie ein Reibeisen. Erst war es mir unangenehm, aber dann war das Gefühl wie von dem Elektrisierapparat meines Bruders Martin. Dann küsste er mich auf die Stirn, auf die Nase und auf die Augen und endlich küsste er mich auch auf den Mund. Erst wenig, dann mehr. Es schmeckte süß wie Es schmeckte süß wie Schlagsahne und der junge Mann sagte, ich hätte großes Talent. Wieso auf einmal junger Mann? Er wurde immer jünger. Und diese Geschichte ist wirklich wahr? Natürlich ist sie wahr. Sollte ich es vielleicht erfunden haben? Sie haben doch immer gesagt, ich besitze keine Fantasie. Allerdings, das habe ich gesagt. Eine Frage, Sabine. Würdest du diesen Aufsatz deiner Mutter zeigen? Ich habe keine Geheimnisse vor meiner Mutter.
Soll das heißen, sie weiß von dieser Geschichte? Von dieser und von allen anderen auch. Das glaube ich nicht. Ich weigere mich einfach, das zu glauben. Das wäre ja entsetzlich. Was ist denn daran so entsetzlich? Dass du schon Männerbekanntschaften hast. Frau Billerbeck, was glauben Sie denn? Wir alle haben schon Männerbekanntschaften. Oh, das muss ich erst mal verdauen. Was sagt ihr dazu? Du siehst, Sabine, deine Mitschülerinnen lehnen deine Ansichten einmütig ab. Gar nichts lehnen sie ab. Sie sind nur zu feige, es zuzugeben. Keine Angst, ich verrate niemanden. Also das geht zu weit, Sabine. Das ist kein Spaß mehr. Du verdirbst mir die ganze Klasse. Das hat man davon, wenn man ehrlich ist. Da werden große Töne geredet von Vertrauen und Freundschaft zwischen Lehrern und Schülern. Wenn es aber mal darauf ankommt, Pustekuchen. Geh an deinen Platz, Sabine, setz dich. Was ist denn noch? Mein Heft? Nein. Das behalte ich. Sag deiner Mutter, ich möchte sie sprechen. Aber... Wolltest du noch etwas sagen? Nein. Tag, Mutti. Da, Sabinchen. Na, wie war's in der Schule? Wie soll's gewesen sein? Stinklangweilig, wie immer. Sabinchen, das möchte ich nicht hören. Was willst du denn hören? Sabine. Also raus mit der Sprache. Was ist los mit dir? Was soll los sein? Gar nichts ist los. Ich kenne dich doch. Irgendetwas stimmt nicht. Hm? Habt ihr den Aufsatz zurückbekommen? Ja. Aha. Na, und was hast du bekommen? 3-. Was? Nur? Also das verstehe ich nicht. Du kannst dich doch sonst so hübsch ausdrücken. Lass das, Kind. Ich verstehe es auch nicht. Kann ich den Aufsatz mal lesen? Die Hefte sind in der Schule geblieben. War ja eine Klassenarbeit. Oder hast du wieder so viele Fehler gemacht? An irgendetwas muss es doch liegen. Es liegt daran, dass Frau Billerbeck mich nicht leiden kann. Sie hat einen Pick auf mich. Dafür muss sie doch einen Grund haben. Nicht, dass ich wüsste. So. Du fühlst dich also ungerecht behandelt. Und wie? Soll ich mal zu ihr gehen und mit dir reden? Nein, Mutti, lieber nicht. Warum nicht? Vielleicht hilft es dir. Das hat gar keinen Zweck. Also, wer von euch kann mir sagen, welche Frauen in Goethes Leben bestimmenden Einfluss auf sein Werk hatten? Nun, Sabine. Am Anfang Friederike Brion, am Schluss Ulrike von der Wetzel. Richtig. Und dazwischen? Die Lilli in Frankfurt, Charlotte Buff in Wetzlar und die Frau von Stein in Weimar und Christiane Fulpius. Sieh mal an. Endlich etwas, das unsere Sabine interessiert. Schluss für heute. Einen Augenblick, Frau Sabine. Hast du deiner Mutter gesagt, dass ich sie sprechen möchte? Nein. Warum nicht? Weil meine Mutter ist krank. So, was fehlt dir denn? Herz. Ja, Mutti ist herzkrank. Der Arzt hat jede Aufregung verboten. Sieh mal an. Es würde deine Mutter also doch aufregen, wenn sie von deinem schönsten Erlebnis erführe. Nein, nicht deswegen. Aber wenn sie hört, dass ich in der Schule Schwierigkeiten habe, das verträgt sie ganz und gar nicht. Da weiß ich einen Ausweg. Ja, Frau Billerbeck. Wenn deine Mutter nicht kommen kann, dann bitte doch deinen Vater, mich aufzusuchen. Oder ist er auch krank? Nein. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo Sabine, wie geht's, wie steht's? Bis hierher steht's mir. Neu? Aha. Schick, nicht? Die Schuhe auch. Italienisches Modell. Meine Mutter würde mir sowas nie kaufen. Meiner auch nicht. Alles selbst verdient. Mensch, alles selbst verdient? Aha. Wo denn? Salon Figaro. Totschicker Friseur. Erstklassige Kundschaft. Und was kriegt man denn da so? 240 Mark. Jetzt im dritten Jahr. Dazu noch die Trinkgelder, macht noch einmal dasselbe. Hier bleibt der Verstand stehen. Das sind ja beinahe 500 Mark. Mhm. Und kein Ärger mit der Schule? Warum kommst du nicht zu uns? Die Chefin stellt jederzeit neue Lehrlinge ein. Mensch, das will Na, und ja. Unabhängig bist du auch. Deine Eltern können dir mal einen Mondschein begegnen.
Nächste Woche fahre ich nach Venedig mit meinem Freund. Hast du auch einen? Leider nein. Wieso? Du hast doch einen großen Bruder. Bringt denn der nie Freunde mit? Och, sind ja alles Penele. Richtige Männer sind ja so rar. Ach, du bist Sabine. Sei so gut, bring das mal runter, ja? Guten Tag, Frau Lindinger. Tag, Fräulein Schmidt. Also, Sabine, denk mal drüber nach. So long. Sabine, träumst du? Vati. Kinder, wenn ich uns so sehe, wir führen noch ein gemütliches Familienleben. Saugemütlich. Mach dich nicht lustig, Martin. Sowas gibt's heutzutage nur noch ganz selten, nicht wahr, Mutti? Sabine, setz dich doch endlich hin. Dies Herumlaufen, das macht mich ganz nervös. Nicht einmal das darf man. Entschuldige. Haben wir dir was getan? Was machst du für ein Gesicht? Wenn dir mein Antlitz nicht gefällt, kann ich ja gehen. Sabine, ich will jetzt endlich wissen, was los ist. Was soll los sein? Gar nichts ist los. Bist du etwa verliebt? Nein. Aber ich will von der Schule. Was willst du? So ist richtig gerade jetzt, wo ich am Gewinnen bin. Von der Schule. Ich will Friseuse werden. Sag mal, bist du ganz verrückt geworden? Geh Gassi mit Asta. Sag das noch einmal. Friseuse? Das ist ein anständiger Beruf. Ich will endlich auch Geld verdienen. Das hat dir nur diese Gisela aus der zweiten Etage in den Kopf gesetzt. So ein Flittchen. Sie ist kein Flittchen. Mir egal. Sie ist kein Umgang für dich. Ich lasse mir nichts verbieten. Was habe ich von der Schule schon? Nichts wie unnützes Zeug und schikaniert wird man auch noch. Ich habe satt, satt, satt. Wer schikaniert dich? Die Billerbeck. Und die Mädchen sind alles blöde Gänse. Blöde und verlogen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich glaube, du gehst erst einmal zu Bett. Morgen sehen wir dann weiter. Ich will aber nicht zu Bett geschickt werden. Ich will nicht behandelt werden wie ein kleines Kind. Ich kann das nicht vertragen. Aber Sabinchen, wir meinen es doch gut mit dir. Ich bin nicht euer Sabinchen. Hör jetzt auf mit dem Theater. Es ist kein Theater. Dann erspare uns wenigstens deinen Anblick. Und ich gehe doch nicht mehr zur Schule. Du, hör mal. Und ich gehe auch nicht mehr zur Schule. Sag mal, du solltest doch Gasse gehen. Wo kommst denn du her? Ich war ja Gassi. So, nur das ging aber schnell. Marsch ins Bett. Bin schon drin. Spielen wir die Partie nur eigentlich zu Ende? Ja, mein Junge. Schwarz, ich hatte Weiß, Dad. Oh, entschuldige, Junge. Da muss etwas geschehen. Was sagst du, Martin? Mit Sabine? Ich würde sie gehen lassen. Von der Schule? Kommt gar nicht in Frage. Ja, aber warum denn, Mutti? Lass ihr doch den Willen. Und das sagst du, Martin? Da bin ich aber sehr enttäuscht. Aber wir wissen doch alle ganz genau, dass sie nicht für die Schule taugt. Warum quält ihr sie damit? Soll mein Kind etwa ungebildet bleiben? Ach, gebildet, ungebildet. Entschuldigt, Mutti, aber das sind Begriffe aus der Mottenkiste. Na, hör mal. Mottenkiste. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass der Wert eines Menschen vom Abitur abhängt. Aber du selbst... Ach, das ist etwas anderes. Heutzutage ist das Studium kein Vorrecht mehr. Und man soll es denen überlassen, die begabt sind. Es gibt genug davon. Außerdem liegen Sabines Qualitäten auf einem ganz anderen Gebiet. Was meinst du damit? Auch nichts. Martin, ich bitte dich, wenn du irgendetwas über deine Schwester weißt, dass sie mit irgendjemand Umgang hat oder... Nein, Mutti, ich weiß nichts. Und wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Pfui! Ich sage nur, Sabine ist nicht für das geschaffen, was du Bildung nennst. Ich wette mit dir, sie hat einen Mann, bevor sie ins zweite Semester geht. Darum könnt ihr euch eine Menge Mühe und Kosten sparen. Martin, du bist schrecklich. Wenn ich nur wüsste, was dahinter steckt. Ich gehe zu Frau Billerbeck.
Ja, bitte. Oh, guten Tag. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Bitte. Danke. Hoffentlich fühlen Sie sich wohl. Warum sollte ich mich nicht wohlfühlen? Ich denke, Sie sind krank. Sabine hat mir gesagt, dass Ihr Herz nicht ganz in Ordnung ist, dass Sie schonungsbedürftig sind. Ach, hat sie das gesagt? Entschuldigen Sie, vielleicht hätte ich das nicht erwähnen sollen. Oh, doch, doch. Es war mein Wunsch, Sie zu sprechen. Meiner auch? Da scheinen sich unsere Wünsche auf halbem Wege begegnet zu sein. Hat Sabine etwas von mir gesagt? Gesagt, eine ganze Menge, nur ich bin nicht so recht schlau daraus geworden. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, dass sie von der Schule will. Was ist denn das? Davon weiß ich ja gar nichts. Deswegen möchte ich ja mit Ihnen sprechen, Frau Billerbeck. Es muss irgendetwas vorgefallen sein. Ich weiß nicht was. Vielleicht wissen Sie etwas darüber, Frau Billerbeck? Wenn Sie so fragen, Frau Lindinger, gibt Sabine irgendeinen Grund an, warum sie von der Schule will? Ja, Frau Billerbeck. Unter anderem behauptet sie, dass sie sich mit Ihnen nicht versteht. Oder umgekehrt. Nun, was das betrifft, die Schülerinnen stellen die kleinen Schwierigkeiten, die wir manchmal miteinander haben, zu Hause natürlich stets zu ihren Gunsten dar. Es hat also Schwierigkeiten gegeben. Sabine ist ein reizendes Mädchen. Sie ist aber auch ein gefährdetes Mädchen. Seien Sie mir nicht böse, Frau Billerbeck, aber ich habe das Gefühl, dass Sie irgendetwas wissen, was ich nicht weiß. Also bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Kennen Sie Sabines schönstes Erlebnis? Nicht, dass ich wüsste. Sie hat mir aber gesagt, dass sie kein Geheimnis vor Ihnen hat. Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, dann... Es würde mich doch interessieren, was Sie als Mutter dazu sagen. Wer ist denn das die Möglichkeit? Dann legte er seinen Arm um mich. Er legte seine Wange an meine Wange. Und dann küsste er mich auf die Stirn, auf die Nase, auf die Augen und endlich küsste er mich auf den Mund. Erst wenig, dann mehr. Und das hat Frau Billerbeck dir geglaubt? Du etwa nicht? Nicht ein Wort. Ach, Mutti, du kennst mich doch am besten. Wäre auch schlecht, wenn es anders wäre. Aber nun sag mir, um Himmels Willen, warum hast du das gemacht? Weil ich wissen wollte, wie die alte Ziege darauf reagiert. Frau Billerbeck ist keine Ziege. Belogen hast du sie auch. Wieso? Herzkrank. Verzeih. Also, reden wir nicht mehr davon. Nur, bitte erkläre mir, warum bist du dabei geblieben? Du hättest doch zugeben können, dass es nur erdichtet war. Aber Mutti, ich konnte doch nicht mehr zurück, nachdem die alte Ziege... Nachdem Frau Billerbeck mich gezwungen hat, den Aufsatz vor der Klasse vorzulesen. Die hätten mich doch verachtet. Verstehst du das nicht? Na ja, schon. Irgendwie, zum Teil. Aber lass es nur niemand sehen von der Familie. Sonst brauchst du für den Spott nicht mehr zu sorgen in nächster Zeit. Sabinchen war ein Frauenzimmer, sehr lieb und tugendhaft. Zur Schule aber wollte sie nimmer, beinahe hätt sie's geschafft. In einem Aufsatz schrieb sie, ein Mann hätt sie geküsst, der bringt sie zum Film und dabei blieb sie, wo doch alles Schwindel ist. Ihr habt doch nicht etwa gehört? Doch alles. Bitte, bitte, sag Papst nichts davon. Was meinst du, Gustl, sollen wir oder sollen wir nicht? Na gut, wollen wir nicht so sein. Wirklich? Das ist nett von euch. Mich nicht! Mich brauchst du nicht zu küssen. Ich bin keine Petze. Und du, Mutti, sagst Vati auch nichts von dem Aufsatz? Nur unter einer Bedingung. Unter welcher? Dass du brav bist und wieder zur Schule gehst. Muss das sein? Ja, Sabinchen, das muss sein. Hm? Oh Mann!
Familie ist unsere Welt, wo einer stets zum anderen hält. Und in die Alltagssorgen nie aus. Schön ist es trotzdem bei uns zu Haus. Steht uns auch noch so manches bevor. Wir tragen alles mit Humor. Und machen stets das Beste daraus. In der Familie.